Ihr findet ihr eine Reihe von Filmen, die ich mit 16 zu drehen begann. Entstanden ist diese Liebe zum Ausdruck über dieses wunderbare Medium aber schon davor. Als ich als Junge im Kellerkino meines Großvaters saß und bei den Vorführungen eine Gänsehaut nach der anderen bekam. Damals spürte ich, dass ich damit ausdrücken kann, was mit Worten nur schwer zu vermitteln ist. Und wie ich erst bei der Restauration dieser kleinen Kunstwerke bemerkt habe, es ist, als hätte mein jüngeres Ich eine Botschaft in ihnen versteckt, die ich erst heute vollständig begreife. Und ich spüre, dass es die Essenz ist, zu der ich jetzt zurückkehren möchte. Nachdem ich mit meiner Schaffenskraft auch meine Runden in der kommerziellen Welt gedreht habe, nichts gegen das Geld verdienen. Aber es gibt auch ein paar persönlichere Geschichten, die ich jetzt und in Zukunft gerne mit euch teilen möchte. Ich habe zu jedem dieser Filme eine kleine Beschreibung verfasst, in der ich kurz meine heutigen Gedanken zu den Botschaften notiert habe, die mein idealistisches, jüngeres Ich in Filmsprache kodiert hat. Ich möchte, dass dieser junge Mann stolz auf mich sein kann. Stell es dir einfach wie eine kleine Kunstausstellung vor. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß. Film ab.